Ah, Raketen. Jetzt müssen wir in dieses alte Gefängnis. Ich habe Sallys Funkgerät repariert. Keine Ahnung, was es für eine Reichweite hat. Aber ein paar Kilometer dürften schon drin sein. Da sind wieder Teile abgebröckelt, die ich definitiv brauche. Wir haben nur wenige Informationen über das Gefängnis. Aber die Regierung hat in letzter Zeit jede Menge Ausrüstung dorthin gebracht. Sie hat etwas vor, wir wissen nur nicht was. Ich werde schon rausfinden, Kleiner. Schade, dass ich diesen Turm hier nicht wegbolzen kann. Eine Rakete ist er mir einfach nicht wert. Müssen wir hier hoch? Nee. Wir müssen hier lang. Na komm. Na, jetzt. Irgendwie wollte das... Das schaffe ich jetzt bestimmt nimmer. Hier geht gerade so eine Feldrieb-Challenge wieder ab. Und die kommen total ohne irgendwelche Timings. Wenn es regnet, dann regnet's. Und die kann man schon ganz gut gebrauchen. Ah, die sind viel wert. Und bestimmt kann man daraus später sich was Nettes basteln. Jetzt aber schnell, noch zwei warten auf uns. Könnte knapp werden. So, alle uns. Und wir düsen zum Gefängnis. Auf Eintreten, ja. Greif an. Da drin stampft ja schon einiges. Jetzt werde ich zum Michael Schofield und mache hier einen auf Prison Break. Oh, wo kommen die denn her? Ey, die sind ja ganz schön zäh. Kann ich die mit Wingsticks wegknüppeln? Die schenken mir ein. Ernsthaft? Boom! Zurück ins Leben. Da ist auch einer, oder was? Sichtkontakt verloren. Nö. War anscheinend schon alles. Noch immer nichts zu sehen. Mann, die sind ganz schön zäh. Hier die Wächter. Der ging zum Glück noch gerade so rein. Eigentlich müsste ich diese Klinge ja aufheben können, aber es geht leider nicht. So, Prison Break geht los. Aber nicht hier. Muss ich da runter. Ich als Michael Schofield jetzt rette meinen William S. Burroughs. Wie komme ich jetzt hier runter? Springen. Ah! Das sind immer hier so Treppen, die man nicht sieht, oder Leitern. Typisch Rage. Immer wenn du denkst, es geht nicht weiter, geht's woanders weiter. Gibt keinen Sinn, egal. So, jetzt sind wir im Gefängnis. Ich fang schon an wie jeder andere Let's Player mit ganz viel... So! Das muss ich mir unbedingt wieder abgewöhnen. Weniger So. Und mehr anderes. Kann ich da rüberspringen? Wahrscheinlich nicht. Zahnräder, die brauchen wir immer. Endlich wieder ein bisschen Action und Geballer, glaube ich. Und hoffentlich auch mit ein bisschen Anspruch, denn Rage ist mir auf schwer, ehrlich gesagt, ein Zack zu einfach. Ich vermisse Spiele, die so richtig schwer sind. Baupläne. Du hast den Bauplan von EMP-Granaten erhalten. EMP-Granaten können so manche Regierungstechnologie lahmlegen. Ja, sowas klingt doch nett. So ein paar Lappen hier noch. Munition ist immer gut. Ah, scheint hier so eine Leichenhalle zu sein. Wenn man mal so guckt. Hier so die... Oh, da liegt sogar noch einer drin. Ein bisschen angenagt hier an der Seite. Was haben wir hier? Desinfektionsmittel, die kann man auch immer gebrauchen. Aber Bandagen könnte ich mir mal wieder basteln. Das sieht ziemlich nach Falle aus. Was ist das hier? Ein sehr komisches Gefängnis. Die Gefängnisse der Zukunft.
Aber es gibt an jeder Ecke ein gekühltes Bier. Ein Hopperlite. Zerstören kann man es nicht. Ich sollte aufhören, meine Munition zu verdonnern. Ja, aber irgendwas muss man hier bestimmt machen. Ich bin überfordert. Hier geht's aber auch nicht lang. Es müsste ja so eine wegweisende Funktion geben in Rage. Das wäre eigentlich ganz nützlich. Ne, hier kann ich nicht rüberspringen. Plan B funktioniert also auch nicht. Mach mich nicht schwach. Ja, das passiert eben, wenn man blind zockt. Ventile. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt sagen, oh, ich habe schon ewig gesehen, wie es jetzt weitergeht. Ich renne jetzt einfach mal hier rein. Nö. Das war so mein letzter Ausweg. Irgendwas habe ich verpasst. Oder wie jetzt? Stören kann ich das auch nicht. Ich glaube das jetzt nicht. Was hat es denn hier mit auf sich? Munition verschwenden, das kann ich. Aber ich komme hier nicht weiter. Das ist jetzt mal eine verdammt dämliche Folge. Die tun mir jetzt schon leid, die sich diesen Part angucken müssen. Ey. Hilfe. Hilfe. Ich glaube das jetzt nicht. Hier waren wir auch schon drin. Und hier gab es nur ein bisschen Krempel. Also geht es definitiv hier weiter. Hier ist so eine Stromleitung, die uns ins Nirgendwo führt. Und hier sind so Platten auf dem Boden, die uns auch anscheinend nichts bringen. Hier hinten ist auch nichts. Ich bin absolut überfordert. Oh, jetzt wirklich? Ich habe doch ein paar Mal draufgeballert. Ah! Alles okay. Oh nein! Ach komm! Noch einer mit Schild! Ich brauche eine EMP-Granate. Ja, ich brauche eine EMP-Granate. Oder ich versuche es mal mit einer normalen. Ey, der steckt aber gut weg, der Kollege. Also, geht doch. Und noch ein Fetzen zerfleischt. Miese Bastarde sind verdammt zäh. Ja, sorry für diesen kleinen, ja, Orientierungsproblem am Anfang. Ich habe es echt nicht gecheckt, aber ihr habt es gesehen. Ich habe da drauf gekloppt und auch am Anfang mal kurz drauf geschossen. Vielleicht ein bisschen zu hoch. D4 aufgeladen. Ducken, ja. War schon eine Weile nicht mehr hier. Aber Stahlbolzen, immer schön. So. Und hier ist sonst nichts mehr. Mann, ihr seid stressig, Jungs. Oh, was ist denn hier passiert? Ja, irgendwie, wenn man ihn auf den Deckel gibt, dann fliegen die ganz, ganz weit. Ah, hier haben wir noch Werkzeug. Nö, da hat's nicht geklappt. Aber hier habe ich ihm noch den Helm abgeschossen. Hier sehen wir es, es sind Menschen. Ah, hier ist noch ein Hopper. Oh, nee, doch nicht. Hm,
Hm. Nehmen wir mal was anderes. So. Ich fange schon wieder mit meinem So an. Ich trainiere mir das langsam ab. Keine Sorge. Alles ein bisschen durchgeladen. Noch ein bisschen Gebräu und Granaten. Seilen hier einen ab. Oh, wieder so einer mit Schild. Da fliegen die Brocken. Weg ist er. Ah, die sind schon ein bisschen cleverer als die dämlichen Mutanten. Und ein Wingstick ins Auge. Plündern wir die mal schnell. Bevor sie sich in Luft auflösen. Da liegt auch einer. Wie ist denn der da hingekommen? Hier ist auch gar nichts. Auch nichts. Biomüll. Toiletten. Hm. Den haben wir schon geplündert. Den nicht. Manchmal muss man wirklich hier mehrfach draufballern. So, hier ist auch nichts drin. Ah! Munition und Granaten. Zum Glück habe ich vollgetankt, bevor wir hier reingegangen sind. Denn man braucht hier einiges. Automatische Sicherheitssysteme online. Ein Loch. Da hat wohl jemand einen Fluchtversuch gestartet. Oh, hier liegt aber doch was. Riesenmutant, Sammelkarte, kleiner Akku und noch mehr Krempel und ein Munitionspack. Oh nee, so ein Geschütz. Ey, ich sollte mir echt EMP-Granaten basteln, was ich jetzt auch gleich mal mache. Baupläne. EMP-Granate. So, habe ich gleich mal zwei. Oh, ich hatte noch welche. Und da fährt er sich ein. Kann man auch gar nicht zerstören anscheinend. Oh, noch sowas. Das war knapp. Ich muss mir auch ein paar Bandagen basteln. Frag mich, ob so eine EMP-Granate die ganze Zeit übergeht oder nur einen Moment. Uah. Mann, der hat mich erschrocken. Da war der Schädel weg. Was haben wir denn hier? Munition.